Ja, es ist wieder Sonntag. Mein Name ist Dirk Linn. Die 34. Woche seit dem ersten Shutdown in Deutschland. Und jetzt schauen wir mal, was diese Woche mich alles so beschäftigt hat. Nicht die großen Themen. Ich glaube, die haben die großen Zeitungen schon abgefrühstückt. Ich gucke aus der Sicht eines Unternehmers auf die Woche und möchte einfach mal beginnen mit ein paar tollen Dingen, weil es gibt viele Innovationen, die ich jetzt die ganze Zeit überall gesehen habe, ob das Luftverkehr ist, ob das die Automobilbranche ist. Aber ich möchte heute darauf reflektieren, was wir an Innovationen für die Unternehmen und unsere Leistung gemacht haben. Dabei geht es nicht so besonders um das, was wir bei Permanent umgestellt haben. Das habe ich schon erklärt. Es geht um unsere Produkte, die euch helfen können, mich eure Prozesse im Rahmen der Digitalisierung zu verändern. Das wird spannend und wir haben vieles im letzten halben Jahr verändert. Dann Fragezeichen. Auch hier wird ein bisschen die politische Lage reinspielen. Es gibt viele Dinge, die wir zurzeit haben, wo wir gar nicht wissen, was passiert denn auf der Welt. Letzte Woche haben wir zum Beispiel China uns angeschaut, die eine ganz andere wirtschaftliche Lage haben wie wir bei uns in Deutschland. Und da möchte ich kurz drauf eingehen. Und dann eben Wege aus der Krise. Wer kennt nun den Lösungsweg oder den Königsweg der Lösungen? Gibt es denn überhaupt? Ja, fangen wir mal an mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind ja die Digitalisierer im HR, also im Human Resources, im Personalwesen. Und wenn man da auf die IFO mal schaut, auf den Professor Falk, er sagte zum Beispiel, dass wir mit der Digitalisierung die Wirtschaft nachhaltig verändern werden. Und das ist auch schon geschehen. Viele von euch sitzen im Homeoffice, haben vielleicht hybride Meetings mit teilweise vor Ort, teilweise im Homeoffice oder mobiles Arbeiten ist ja in der Politik mittlerweile auch angekommen. Also ist es das neue Normal, was immer das Wort bedeutet? Also werden wir in Zukunft anders arbeiten? Und die Frage ist ja gar nicht, werden wir es in der Zukunft tun, sondern wir tun es in ganz, ganz vielen Fällen schon heute. Speziell bei uns ist es so und bei unseren Projekten, die wir haben, ist die erste Hürde, die Unternehmen nehmen mussten mit Laptops, Kameras, VPN-Aufbauten, die ist schon genommen, aber viele Software-Systeme haben das eben noch nicht erreicht. Und wenn Sie heute eine Software sich anschauen, dann sollten Sie nicht nur auf den Leistungsumfang und auf den Preis schauen. Der Preis ist oft ein schlechter Ratgeber. Wer zu billig kauft, kauft oft zweimal. Was wir jetzt auch erleben, dass wir einige haben, die vielleicht vom halben Jahr sich anders entschieden haben, aber jetzt zu uns kommen. Und ich gehe mal auf die Innovationsfähigkeit der Produkte ein. Weil wenn man nur das letzte halbe Jahr uns mal anschaut und ich greife jetzt mal in dem Falle die Rex Systems raus, unser Partner im Talentmanagement, dann sieht man schon, was unsere Kunden, ohne dass sie praktisch jetzt eine neue Software brauchen, alles mitbekommen haben und aufbauen können. Und wir reden hier nicht über Dinge wie Zeitbuchung zu Hause, das ist kalter Kaffee, das gab es schon vor Jahren mit Rex. Wir gehen jetzt nur mal auf die Innovationen ein, die in der letzten 2, 3, 4 Monaten, im letzten halben Jahr stattgefunden haben. Und da gibt es echt vieles, was sich verändert hat. Zum Beispiel, wir haben innerhalb dieser Rex Suite den Videochat etabliert. Chatten war eh schon gang und gäbe, schon seit Jahren bei Rex, dass ich Gruppenchats aufbauen konnte. Ich konnte mich unterhalten mit diesen Textnachrichten, die wir ja auch in WhatsApp und Co. kannten. Und das wird sehr, sehr stark genutzt, dass ich also bestimmte Lerngruppen noch aufbauen kann. Und das Ganze jetzt im Rahmen von Skype, von Teams und so weiter, auch in der Suite mit dabei. Also alle Mitarbeiter, die in der Rex Suite sind, ob sie zu Hause sind, ob sie am mobilen Endgerät sind, können Videotelefonieren, Konferenzen aufbauen, sie können das aufzeichnen und solche Dinge, ohne dass sie dann weitere Lizenzen kaufen müssen, eine E-Mail-Adresse brauchen wie bei Teams und Co. Das geht jetzt innerhalb dieser geschützten Umgebung auf unseren Servern und nicht über auf Servern, wo man nicht weiß, wo die stehen. Ja, also auch eine volle Integration der Funktionen. Und auch im Bewerbermanagement hat sich auch einiges getan. Wir haben auch vieles an Neuerungen reingepackt und auch hier greift die Videotelefonie. Nee. Ja, viele Bewerber können ja gar nicht vor Ort kommen, die werden vielleicht telefonisch interviewt die ganze Zeit oder müssen da irgendwelche Installationen machen, die sie vielleicht gar nicht können, weil sie keinen PC haben oder nicht wissen, wie man das installiert. Ganz einfach hier mit dem Videochat auch hier die Möglichkeit in Rex Bewerber einzuladen. Die starten ganz normal ihren Browser, müssen ihre Kamera und ihr Mikrofon freischalten ohne
großartige Installation mit dabei. Also ganz, ganz einfach, um diese Nähe in Homeoffice zu den Bewerbern, zu anderen Menschen zu ermöglichen. Also auch da hat sich richtig viel getan. Auch ganz neue Funktionen, die erst seit wenigen Wochen möglich sind. Und auch hier war der Treiber die Krise, dass wir dort Lösungen in der Applikation schaffen und sie nicht eine dritte, vierte Chat, Slack, Videointegration kaufen müssen. Alles im Rahmen der Gesamtnutzung des Talentmanagements von Rex als optionales Modul mit verfügbar. Wir haben auch hier über das Interworking international mehr gedacht. Rex ist ja eine international verfügbare Suite und wenn man da zum Beispiel irgendwelche Threads wie bei Facebook hat, also irgendwelche Dinge, die man ans schwarze Brett hängt, bei uns nennt sich das Portal Stream, dann haben wir die Möglichkeit jetzt mittlerweile, wie bei Facebook und Co. auch, das online übersetzen zu lassen. Also wenn ich in meiner Muttersprache schreibe, kann auch in Amerika in verschiedenen Sprachen, hier unten sieht man Polnisch, Englisch, Französisch, das auf Knopfdruck übersetzen lassen und auch meine Informationen der Muttersprache geht überall hin und es ist verständlich. Auch hier bauen wir die Kommunikation aus, indem wir die Hürden der Übersetzung überwinden mit Rex. Eine weitere Entwicklung, aber die hat schon im letzten Jahr begonnen, weil es ein strategischer Punkt war von Rex Systems, ist das Thema Azubi-Management. Heutzutage werden Sie keinen Auszubildenden mehr bekommen, der mit Papier arbeitet. Berichtshefte zum Beispiel, alles online. Personaleinsatz, also die Azubis einzusetzen, die Verplanung dort zu machen. Es hat früher richtig viel Zeit gekostet. Konzentrieren Sie sich heute auf Ihren Job, auf die Ausbildung der Azubis. Auch dort wieder Chatgruppen, auch dort wieder Videotelefonie, auch Lerngruppen. Also alle Funktionen, die man in Rex hat, das ist übergreifend über die Module verfügbar. Und heutzutage, schauen Sie mal die jungen Leute an, die in der Ausbildung sind, da ist Videotelefonie, Chatgruppen, Online-Berichtsheft, das sind alles Dinge, die man wirklich braucht. Das geht sogar so weit hin, dass dieser digitale Prozess es erlaubt, dass die Erziehungsberechtigten, also in der meisten Falle die Eltern, das Berichtsheft auch freizeichnen können zu Hause, einen Zugriff zum System bekommen und weg von dieser Papierschlepperei. Apropos Papierschlepperei, wir haben ganz viel über digitale Akte gesprochen in den letzten Jahren und viele digitalen Akten sind immer noch im Kopf, Papier einzuscannen, Papier abzulegen. Viel wichtiger ist doch auch, das Dokument zu erzeugen. Ein Dokument zu erzeugen wie ein Arbeitsvertrag. Und der wird oft in verschiedenen Schritten erzeugt, dass man vielleicht einen Teil des Arbeitsvertrags, was die Vergütung angeht, verändert. In einem nächsten Folgeschritt Freigaben einholt oder vielleicht Textveränderungen dort zulässt. Und das ganze Dokumentenmanagement dort wurde auf eine komplett neue Stufe gestellt in Rex. Und das ist auch in der Corona-Zeit umso wichtiger, weil wir ja verteilt von zu Hause arbeiten und nicht ein Dokument auf dem Server liegen haben, wo ich jederzeit zugreifen kann. Das erlauben ja ganz viele Firmenstrukturen eben nicht. Und was man hier sieht, ist zum Beispiel ein Workflow mit Texten, mit Textbausteinen, die über bestimmte Berechtigungsgruppen in verschiedenen Workflow-Schritten bearbeitet werden können. Und am Ende steht nun ein Arbeitsvertrag oder sonstige Dokumente. Sie sind beliebig, oder Zeugnisse zum Beispiel, auch ein beliebtes Beispiel, Zwischenzeugnisse, auch gerade in der Corona-Zeit, sehr oft übrigens gefordert von vielen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, auch da ein Zwischenzeugnis zu erstellen. Auch das geht Workflow-basiert, dass verschiedene Leute dort ihren Beitrag zu dem Endzeugnis liefern. Ja, also da auch wieder ein Riesenschritt Richtung Digitalisierung der Software. Und das ganze Ding zieht sich durch alle Module von Rex, vom Azubi-Management mit dem Berichtsheft bis hin zu dem Recruiting oder Talent-Management, Weiterbildungsmanagement. Überall, wo Dokumente oder ein Workflow, der Dokumente erzeugt, der Wissen auch erzeugt, abgelegt wird, da greift genau dieses Modul. Ja, weitere Dinge, die wir als Innovationen haben, auch schon länger geplant, durch Corona noch mehr verstärkt, ist nun Benchmark, Gehaltsbenchmarks. Und zwar nicht nur intern im Unternehmen, das ging schon die ganze Zeit. Ich konnte Jobfamilies vergleichen, konnte Altersstufen, ich konnte Gender, also männlich-weiblich vergleichen, Equal Pay war ein Riesenthema. Aber nun ist die Möglichkeit, mit externen Benchmark-Datenbanken das abzugleichen, ob meine Menschen, hier vorne der grüne Punkt bedeutet, ich habe genug Daten, um ein Benchmark durchzuführen. Und ich sehe hier das erste Quartil, das dritte Quartil und der Median. Das heißt, wo liegen die Menschen im Vergleich zu marktüblichen Konditionen, die die Jobfamilie, den Ort, das Unternehmen, die Branche, alles mit berücksichtigt. Also wirklich ein echter Vergleich am Markt.
Auch das sind Dinge, die, wenn Sie heute schon Rex haben, durch Add-ons sehr einfach erwerben können. Und man sieht, wie schnell die Entwicklung dort ist und wie transparent vor allen Dingen auch das beim Mitarbeiter dargestellt wird. Nicht nur der Vergleich extern ist vielleicht eine Idee dabei. Hier sieht man zum Beispiel, ich bin bei der Gehaltseinstufung über dem Median drüber. Ich habe aber hier genauso interne Hochrechnung meiner Zahlungen, kann schauen, wenn meine Monatszahlungen genauso weiter nach vorne gehen, wenn meine Prämien wie im letzten Jahr gezahlt werden würden. Was wäre mein voraussichtliches Jahresgehalt? Auch das kann hochgerechnet werden von dem System. Und ich brauchte auch keinen Zugriff zu den Payroll-Systemen, weil über Schnittstellen werden die Daten angelandet. Und diese Aussagen kann zum Beispiel eine Führungskraft auch selbst abfragen für die eigenen Mitarbeiter, inklusive dieses Vergleichs. Und das korrespondiert zu Sachen wie mit Gehaltsrunden, dass man auch über einen Prozess, der bei vielen bei Ihnen auch über Excel zum Beispiel stattfindet, in der heutigen Zeit eigentlich undenkbar, über das System abgebildet wird. Oder weiter unten, das sieht man es hier nicht, ob ich innerhalb meines Gehaltsbandbereiches bin, Tarifverträge oder irgendwelche typischen Einstufungen ihres Jobgradings innerhalb des Unternehmens. Also man sieht hier ganz viele Möglichkeiten und das sind alles Innovationen, die ganz frisch sind übrigens. Und wir haben noch viel mehr, aber ich begrenze mich heute mal auf diese Innovation, dass man sieht, diese digitale Personalarbeit hat eine ganz andere Basis heutzutage. Und wenn Sie Systeme holen, die einfach nur eine Datenbank darstellen, also irgendwelche Systeme, also Daten sammeln und vielleicht mit einigen Klicks Daten verändern, dann werden Sie hier garantiert nichts mehr finden beim Wettbewerb, was Sie aber für die Zukunft brauchen werden. Ja, aber es gibt auch andere Systeme. Wir haben ja noch neben dem Rex das CES. Da geht es eher um Stimmung, um gerade in der heutigen Corona-Zeit, um Umfragen, wie geht es meinem Team. Sicherlich kann Rex hier auch einiges tun. Das ist aber ein spezialisiertes Tool, wenn Sie zum Beispiel ein SAP haben oder große Systeme, die sich kaum bewegen können und wollen dort aber auch agile Prozesse reinpacken. Ja, nicht diese verkopften großen Klickmasken, die man hat. Dass man zum Beispiel sagt, ich möchte einmal pro Monat, und wir nutzen das bei uns, bei Permanent übrigens auch, einen sogenannten Check-in machen. Das System wird dann automatisch einen Fragebogen aufrufen, den man auch auf dem Smartphone sehr einfach mit dem Daumen bedienen kann. Wie zum Beispiel 5 Fragen zum Gefühl. Wie geht's dir heute? Wie ist die Verbindung zum Manager? Können wir, was würde ich tun? Das nächste, Entwicklung. Also was brauchst du, um deinen Job zu machen? Das sind 2 Fragen mit dabei. Wir haben hier 2 Fragen zu Zielen. Du kannst auch mehrere Ziele hinterlegen. Wie ist deine Zielerreichung? Alles monatlich aufgebaut und mein Beitrag zum Unternehmen und was können wir sonst noch für dich tun? Das ist ein Beispiel, wie er bei uns aussieht. Das ist also mein Fragebogen und dieser Fragebogen ist aber beliebig gestaltbar. Hier ist natürlich der große Fokus auf der Einfachheit der Nutzung. Das heißt, wir haben ganz viele komplexe Systeme, wie gesagt, die großen Systeme habe ich gerade genannt, die einfach nicht mehr durch diese Vielzahl der Menüpunkte wirklich administrierbar sind. Und hier wird einfach ein neues Ziel hinzugefügt. Ich kann das Ziel formulieren, kann mir ein Datum hinterlegen und dieses Ziel wird jetzt monatlich immer in meinen Check-ins mit aufgenommen. Über einen Schieber kann ich die Zielerreichung hinterlegen, kann sagen, welche Skills ich brauche vielleicht in dem Zwischenschritt, um dann weitere Stufen zu erreichen. Alles das ist verbunden über einen sehr automatisierten Prozess und auch hier bei dem Fortschritt der Ausbildung des Skillerwerbs in dem Fall, auch da hilft das System und am Ende habe ich so eine Art Kanban-Board, wenn man das so möchte, wie hier oben meine Ziele sich verändern, wie hier unten alte Ziele abgeschlossen worden sind und ich als Führungskraft habe eine ganz einfache grafische Ansicht über die Sprints, auch das ist einteilbar in solche agile Methoden, wie das durchläuft. Ja, solche Methoden bieten wir über CEST ergänzend zu Ihren vorhandenen Systemen an. Ansonsten natürlich jederzeit auch die komplette Lösung mit allem drum und dran Richtung Talentmanagement von Rex Systems. Aber gerade diese Lösung ist ein Schnellboot Ihres vielleicht auch dicken Tankers, den Sie ein bisschen ausdünnen wollen, wenn Sie vielleicht nur eine Payroll haben und Excel-Listen. Ja, was die Woche noch passiert, wir hatten diese Woche wieder ein Energiequickie am Dienstagabend und der war echt genial gut. Nicht, dass die anderen nicht genial gut waren, aber wer Kai Romes kennt, das ist ein Energiebündel. Ja, er sagt selbst 1,50 groß, aber Energie ohne Ende und so war es letztendlich auch. Kleine Runde, alle mit Kamera und mit Mikrofon mit dabei. Wir hatten Spaß ohne Ende und ich kann nur einladen, für die nächsten Energiequickies auch bei uns auf der Homepage zu sehen
unter p-manent.de. Und unser nächster Gast wird Christoph Schneppe sein, Head of Business Operations von StepStone. Und StepStone erfindet sich auch gerade neu. Sie haben eine Transformation, die sie gerade durchmachen. Kann man gut in der Werbung gerade erkennen. Wenn Sie ein bisschen Fernsehen schauen, haben Sie öfter mal diese Jobs mit einem langen Balken. Das ist StepStone, ein paar witzigen Ideen. Und da wird uns Christoph sicherlich einiges vorstellen, der schon sehr lange übrigens bei StepStone ist und immer noch richtig Energie hat. Und er erzählt, warum die Energie immer noch bei ihm so hoch ist. Und weiter geht es mit weiteren. Hier unten am 12. Januar wahrscheinlich noch einen Switch erfolgen, aber dazu mehr auf der Homepage von uns. Ja, jetzt haben wir noch Fragezeichen. Also es sind alles jetzt mal positive Dinge, wo man merkt, es geht richtig nach vorne, es verändert sich was, wir können was für euch tun und wir leben einfach diese Innovation. Und da ist auch Corona-Treiber mit dabei. Aber es gibt noch viele Fragezeichen, wie zum Beispiel, wie gehen wir mit Insolvenzen um? Ja, ich selbst bin Flieger, bin Pilot. Hier der Flughafen Paderborn-Aden ist jetzt in der Insolvenz- und Eigenverwaltung. Und wir werden natürlich noch viele Insolvenzen erleben. Aktuell sind die ja von Altmaier, von der Regierung aus ein bisschen ausgesetzt, dass man eben dort ein bisschen mehr Freiheitsgrade bekommt. Aber es gibt eine Überschuldung. Und man muss dazu sagen, dass Insolvenzen in Eigenverwaltung oft eine große Chance bieten, weil nämlich die Gehälter vom Staat übernommen werden, weil die Mehrwertsteuer nicht abgeführt werden muss. Also man hat viele Möglichkeiten, sich freizuschütteln. Das ist das, wenn man nicht Insolvenz anmeldet, der Nachteil dabei, weil meine Zulieferer, die wissen teilweise gar nicht, wie schlecht es mir geht. Ich überschulde mich. Die Banken spielen oft auch keine gute Rolle, weil die auch keine Darlehen geben, was sie eigentlich tun sollten, um vielleicht mal so ihren Nimbus ein bisschen zu verändern. Und da bin ich mal gespannt, was im nächsten Jahr alles noch als Pleitewelle auf uns zurollt. Im Veranstaltungs- und Kulturwissen wissen wir das ja schon, das ist evident, aber hier ist vieles versteckt. Und das ist ein Fragezeichen, das ist bei mir ganz groß, weil ja unsere Kundschaft das auch betrifft. Also können Menschen, die uns heute gebucht haben, morgen ihre Rechnungen bezahlen? Wir haben natürlich die Möglichkeiten, ein paar Dinge zu verschieben, Zahlungsziele zu verschieben. Aber auch da muss man gucken, wie gesund ist man und welche Anzeichen gibt es. Dann gibt es noch einige Nebenwirkungen. Erstmal, was ist der Nebenwirkung bei Brexit? Ist es gerade Corona, das dazugekommen ist von dem ganz großen Teil Abspaltung von Europa. Und der Brexit war die ganze Zeit ja ziemlich untergegangen. Oh, es geht jetzt wieder weiter. Deadline ist Ende des Jahres. Ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Es ist keine leichte Geschichte und auch da wird es einiges auf die EU zukommen und ich bin mal gespannt, wie die Kultur sich auch verändert zwischen den beiden Lagern, weil wir haben selbst auch in England eine sehr, sehr gespaltene Gesellschaft und das ist, glaube ich, ein Zeichen der heutigen Zeit, diese gespaltene Gesellschaft und ganz, jetzt kommen wir doch mal zu der Tagespolitik in den USA und das sieht man ganz deutlich dort, wie stark dort die Polarisierung ist, wie stark das aufgeheizt ist. Es ist unglaublich, vor allem wie knapp alles ausgegangen ist. Wir reden hier von 50,6 zu 47,7 bei Trump. Also ganz, ganz knappe Ergebnisse. Das Land ist so aufgeheizt, dass wenn ich ein Unternehmer wäre, jetzt überlege, wenn das jetzt zusammengeführt werden sollte, nennt man bei uns Merger und Acquisitions, also wenn zwei Firmen zusammengeführt werden und so ähnlich kann man es, glaube ich, hier sehen, dann ist halt die Frage, da war eine zu schnell, man kennt von Peter Drucker den Satz, Culture is a strategy for breakfast, also die Kultur ist das Wesentliche und die Strategie kann nicht umgesetzt werden ohne eine Kultur und bei den ganzen M&A, also bei den Mergers, die wir haben, das Zusammenführen von Firmen, ist natürlich diese Hinderung der Kultur bei 67% aller Fälle der Hauptgrund, warum Sachen nicht funktionieren oder lange dauern und nicht zusammengeführt werden können. Und wir haben eine Pattsituation in den USA mit den Repräsentanten und den Senatoren und der Präsident auf der einen Seite. Also wir haben eine ganz, ganz schwierige Situation und wir als Unternehmer müssen da mal hinschauen, wie wir sowas überhaupt lösen können, weil in unseren Augen ja bei uns sowas auch gerade passiert. Und wir haben ja zwei Gruppen. Die eine Gruppe würde ich mich selbst auch dazu packen.
heute Morgen das Bild beim Brötchen holen, lange Schlange, Mundschutz, die halten sich an die Corona-Regeln. Da gibt es auch keinen Schubsen, keine bösen Worte, also eine ganz normale, ein ganz normales Zusammenarbeiten. Wir halten uns, wie gesagt, dran und mein Umfeld, das ich kenne, hält sich auch dran. Auf der anderen Seite gibt es hier, gestern in Leipzig passiert diese große Corona-Demo. In der heutigen Zeit, wo eigentlich alles abgesagt wird, ein Unding in meinen Augen. Natürlich braucht man eine Möglichkeit, sich zu artikulieren. Nur ist es halt die Frage, muss es so ausarten, muss es wieder so zugehen? Und das erinnert mich an die ganzen Ausschreitungen in den USA. Ich hoffe, dass es nicht dort weitergeht, aber wir haben das Gleiche auch im Land. Der einzige Vorteil, den ich noch sehe, ist, wenn man diese Sonntagsfrage stellt, dass die Parteien, die jetzt nicht so hart drauf sind wie AfD und vielleicht ein paar extreme andere oder diese möglicherweise Neonazis, die dabei sind, wir haben noch genug Prozente, dass die Gesellschaft in Deutschland das noch nicht so sieht. Ja, aber wir haben bei der anderen Seite auch eine Alarmsituation. Und wo wären wir heute, wenn wir den Corona-Leugnern oder allen einen freien Lauf gegeben hätten? Wäre dann hier wirklich alles dunkelrot, wie wäre unsere Sterberate? Gerade deswegen, weil wir das getan haben, in meinen Augen, haben wir viele Vorteile. Und wenn man mal nach Europa geht, was da los ist, wie hart dort die Maßnahmen sind. Israel hat ja auch dann diesen harten Lockdown gehabt. Mittlerweile haben diese Zahlen sich deutlich erniedrigt, auch Tschechei wieder runtergegangen. Aber Frankreich zum Beispiel mit über 50.000, auch in England geht es ordentlich ab. Selbst oben die Nordländer, wo man diese Durchseuchung wollte, Dänemark, Schweden, auch da sieht es nicht gut aus. Und dieser Winter stellt uns noch vor ein paar große Herausforderungen. Auch da ein Fragezeichen und mein Appell, Corona-App ist kein Allheilmittel, das weiß ich, bitte nutzt das. Dann eure Sozialkontakte, bitte vermeidet das, was geht. Aber macht den Job trotzdem weiter. Wir brauchen ein gutes Mittelding, aber wir brauchen keine Menschen, die auf andere zeigen und die einfach nur lautstark sind. Ja, Wege aus der Krise. Ja, jeder weiß ja am besten, was zu tun ist. So scheint es. Jeder hat ein Erfolgsrezept und ja, es gibt Menschen, die tun was dafür, wie zum Beispiel Fraunhofer-Institut, ganz viele Firmen, die forschen, die machen Ideen, die machen Vorschläge, die sind proaktiv. Auch diese Corona-Impfung, die alle, nicht alle, aber die meisten herbeisehen, ist eine gute Geschichte. Ich selbst habe mich jetzt auch gegen Grippe impfen lassen. Ich muss sagen, ich habe keine Nachteile, ich habe keinen brennenden Arm, ich habe keine Schlafstörung, mir geht es total gut. Ich habe diese Grippe-Impfung gar nicht gemerkt, es war ein Pieks und das war es schon. Aber ich tue alles, um dieser Gesellschaft und mir übrigens auch in meiner Firma auch einen Gefallen zu tun. Und für mich gehört auch diese Impfung mit dazu. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt hier Kompakt Online und andere Medien, die ja sagen, es gibt hier gar keine Probleme. Man muss ein bisschen Magnesium schlucken, ein paar Enzyme und dann ist das Corona einfach im Immunsystem drin oder kann nichts anhaben, besser gesagt. Und wir leben ganz normal weiter. Ich weiß nicht, ob das unbedingt meine Überzeugung wäre, aber wir haben ja viele von diesen Seiten, wie auch KlarTV, da schaue ich auch rein übrigens, um zu gucken, wo kommen die ganzen Theorien her und wie verhält sich du dieses Volk, diese Menschen, die da zum Beispiel in Leipzig demonstrieren und auch da ist Trump immer noch der große Held. KlarTV sagt einfach gut, dass du den Sieg nicht anerkennst von Biden, weil du bist der wahre Präsident und solche Dinge. Also mir geht da wirklich manchmal der Hut hoch. Ja, schauen wir einfach mal jetzt hier das, was passiert in der nächsten Zeit. Wichtig ist eins, wir können den Wind nicht ändern. Aber wir können das Segel setzen. Und man sieht viele tolle Dinge, die funktionieren. Es gibt ganz viel Schatten, das weiß ich auch, die ganze Kulturszene. Viele Restaurants, die mittlerweile wieder ein Problem haben. Auch ich bestelle wieder online. Man sieht es ja, ich gehe auch meine Brötchen beim Local Dealer holen. Ich kaufe auch hier lokal ein. Das tue ich auch. Also wir müssen alle uns ein bisschen am Riemen reißen und versuchen eben diese Corona-Pandemie so weit in den Griff zu kriegen, bis wir eine Lösung haben. Und anscheinend keiner hat eine wirkliche Lösung zur Zeit. Wir fahren alle nur auf Sicht. Letzte Woche habe ich über die VUCA-Welt gesprochen und die bleibt uns noch eine Zeit lang erhalten. In diesem Sinne, ich gucke trotz allem positiv in die Zukunft. Ich werde meine Firma weiter aufbauen. Wir haben neue Ideen im Kopf, wie wir die Wirtschaft unterstützen können, wie unser Geschäft ausgebaut werden kann, wie unsere Menschen auch ausgelastet werden können und mit Spaß bei der Arbeit sind. Das gibt es auch.
Und das war mir heute ein Bedürfnis, das mitzugeben. Ansonsten sehen wir uns gleich am 17. November mit Christoph Schneppe bei den Energiequickies oder nächsten Sonntag beim nächsten Videoblog. Dirk Linn und Permanent, macht's gut.